Eine Ausstellung in der spanischen Stadt Valencia mit dem Titel Fernando Botero, Sinnlichkeit und Melancholie, bietet eine Retrospektive des kolumbianischen Künstlers in der Fundación Bancaja. Gezeigt werden Werke von den 60er Jahren bis zu den Aquarellen, die 2022 an seinem derzeitigen Wohnsitz Irko entstanden sind. Hemos querido hacer una selección para que el visitante se vaya adentrando en ese mundo de Botero, y hemos querido hacer siempre los temas que más la subyugado, bueno, pues como es el universo femenino, el plein air, que creo que para él es fundamental, las naturalezas muertas, esos bodegones con esas jarras desproporcionadas que él pretende que sean así. Botero ist 90 Jahre alt und eine der Ikonen der universellen Malerei und Bildhauerei des 20. Jahrhunderts und der bedeutendste lebende lateinamerikanische Maler.